vor 6 Jahren in der Ägäis zur Weltumsegelung aufgebrochen. Erreichen wir 5 Jahre später als geläuterte Weltenbummler die Karibik mit 16.000 Seemeilen in unserem Kielwasser. Doch kaum dort angekommen, bremst Corona all unsere Segelpläne vollständig aus. Nach Lockdowns, Quarantänen und erheblichen Reisebeschränkungen erreichen wir exakt 1 Jahr später in Mexiko den westlichsten Punkt unserer bisherigen Reise. Statt etwa 30 geplanten Zielen konnten wir gerade mal 3 Inseln anlaufen. Haben aber immer das Beste daraus gemacht. Doch jetzt brauen sich dunkle Wolken über uns zusammen. Und während draußen die mexikanische Sonne knallt, müssen wir wichtige Entscheidungen treffen. Die immer noch anhaltenden Reisebeschränkungen der Pandemie und private Gründe zwingen uns zu einer drastischen Änderung unserer Pläne. Schweren Herzens müssen wir von unserem Projekt Weltumsegelung Abstand nehmen. Statt Kurs Panama und Pazifik heißt es jetzt zurück zum guten alten Europa. Mit einer weiteren Atlantiküberquerung. Alle Tanks werden randvoll gefüllt und erstmals bunkern wir auch extra Diesel. In Kanistern. Da ein Seegebiet mit Gegenströmung, wechselnden Winden und großen Flautenfeldern vor uns liegt. Am Ankerplatz vor Isla Mujeres bringen wir uns in Position für die morgige Abreise. Zur ersten Etappe nonstop nach Bermuda. Keine leichte Aufgabe. Zwei Wochen zuvor. Soeben von einer Mexiko-Rundreise zurückgekehrt, erleben wir Isla Mujeres im üblichen Farbspektakel. Während wir noch die Annehmlichkeiten unserer schönen Marina genießen, beginnen die Vorbereitungen für die Abreise. Unzählige Aktivitäten halten uns jetzt auf Trab. Kleine und große. Aktuelle Wetterdaten werden wir diesmal über Satellit von WeatherTrack beziehen. Voraussetzung: ein mindestens 1 Monat gültiges Abo. Die Einweisung dazu erhalten wir von Jens Uwe, dem Entwickler persönlich. Die Applikation WeatherTrack möchte Iridium Mail öffnen, weil wir möchten jetzt Iridium Mail mitteilen, bitte rede mit dem Iridium Go, um da was zu tun. Das erste Mal muss das bestätigen, ob er das erlaubst. Ne? Du sagst öffnen, dann haben wir in dem Moment öffnen wir Iridium Mail und Web, aber da musst du jetzt die Account-Konfiguration eingeben. Bermuda darf auf keinen Fall ohne vorherige Einreisegenehmigung angelaufen werden. Und das geht nur online. Und ist nicht gerade einfach. Die diversen Wartungsarbeiten vom Rig-Check bis zum Ölwechsel sind dagegen Peanuts. Ein völlig verkalktes WC-Rohr gibt uns dagegen eine harte Nuss zu knacken. Eine riesengroße Schweinerei, die einfach kein Ende nehmen will. Da helfen nur kleine Fluchten zwischendurch. Thank you.
was isst du jetzt? Das ist ein Burrito. Burrito. Und ich habe einen Taco. Und dann wird halt eine Cevise. Der Zeitpunkt der Abreise rückt näher. Und damit die Spannung, die sich unweigerlich vor jedem Langstreckenturn einstellt. Jetzt muss nur noch das Unterwasserschiff gereinigt werden, da es schon wieder mächtig Bewuchs angesetzt hat. Und das macht Andreas ganz ohne Taucherausrüstung. Für die umfangreiche Verproviantierung sind wir gleich mehrmals unterwegs. Das kolossale Angebot macht den Einkauf zum Vergnügen. Wir planen Proviant für ca. 4 Wochen ein. Für die Passage und eine mögliche Quarantäne auf der Hochpreisinsel Bermuda. Jetzt, wo der Countdown läuft, stellt sich eine gehörige Portion Wehmut ein. Schließlich ist es für uns keine normale Abreise, sondern eine Rückkehr. Als sich dann das richtige Wetterfenster für die Passage öffnet, beginnt sogleich der letzte Akt. Die Erledigung der Ausreiseformalitäten in der Capitania mit viel Papierkram und Wartezeit. Jetzt wird es wirklich ernst und wir verabschieden uns von den letzten noch anwesenden Freunden. Nach dem Tanken verholen wir Anamera zum Ankerplatz, um gleich am nächsten Morgen, nach Monaten, endlich wieder in See zu stechen. Im nächsten Video könnt ihr gerne wieder mit von der Partie sein, auf der schwierigen Passage nach Bermuda. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf ein baldiges Wiedersehen auf See.